Hallihallo und willkommen von der Main-Spessart-Bahn. Wir gucken uns heute mal die Baureihe 187 an, denn zum Release der Vollversion von TSW 4 gab es ein Update für die 187. Und ja, also das ist hauptsächlich ein Sound-Update und wir gucken uns das zusammen an und schauen mal, ob die 187 jetzt was taugt oder nicht. Ich werde an dieser Stelle jetzt noch nicht spoilern, ich habe es mir schon angeguckt, aber wir gucken uns das gleich zusammen an. Vorher noch eine kleine Sache. Das Video hier ist brühwarm zum Release von TSW 4 aufgenommen. Falls euch irgendwelche DLCs fehlen, wenn ihr über Steam spielt am PC, dann bitte warten. Kauft euch auf gar keinen Fall irgendwelche DLCs nochmal neu. Das müsst ihr nicht machen. Ihr müsst einfach nur warten. So. Wir sind hier auf der Main-Spessart-Bahn und ja, also warum nicht? Also es gibt keinen Grund, warum wir hier genau hier sind, aber ich würde sagen, wir gehen mal in den Free-Roam-Modus und erzeugen uns mal ein neues Fahrzeug. Und wir sehen, wir haben jetzt ganz viele Fahrzeuge schon zur Verfügung und nehmen uns die 187 von DB. Und zwar als Leerlok. Lassen wir hier erscheinen. Und da ist er. Oh, also Außensound kann man sich schon mal anhören. Klingt eigentlich ganz gut. Würde ich sagen, ne, klingt sehr bekannt. Ich kann jetzt nicht sagen, bekannt im Sinne von Vanilla-Sounds, die wir schon bisher hatten, oder bekannt im Sinne der Soundmod, die wir hatten. Aber auf jeden Fall klingt das von außen jetzt eigentlich ganz gut, ne? Das Modell und so sieht genau gleich aus wie vorher, da hat sich nichts verändert. Auch hier DB Cargo AG. Ja, das sieht alles gleich aus. Ja, wobei. Stand hier nicht vorher noch irgendwas anderes? Frage ich mich gerade. Ja, ich dachte, da stand mal irgendwann mal was von DB Regio AG oder sowas. Aber gut, falls es war, ist das jetzt gefixt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in den Führerstand und klettern mal hoch und. Okay, also wir haben keinen Türsound. Ihr habt es gerade gehört. Also ich höre keinen Türsound. Nö, kein Türsound. Fenster. Auch Fenster hoch und runter. Hat, glaube ich, einen ganz, ganz leisen Sound, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das einfach nur eingebildet habe. So, das ist der Führerstand, wo wir hier sitzen. Ich würde sagen, wir rüsten mal auf. Dazu hier den Führerstand aktivieren. Ja, und auch hier kein Sound, wenn wir die Taste drücken. Signalleuchten auf Auto. Auch hier kein Sound, wenn wir das umstellen. Federspeicherbremse lösen. So, ich weiß nicht, warum die Federspeicherbremse noch angelegt ist. Ich hoffe, sie ist nicht mehr angelegt. Aber auch da kein Sound. Maschinenraum, die Tür, kein Sound. Hier Schaltschrank von der PZB und der LZB. Okay, LZB macht einen Sound. PZB macht einen Sound. Die Schalter an sich machen keinen Sound. Auch dieser macht keinen Sound. Tür zu. Macht diese Tür einen Sound? Nein. Auch hier gibt es keinen Sound. So, dann sind wir hier im Führerstand. Dann. Also, Führerstand ist ja schon aktiviert. Ich warte mal ganz kurz, bis der Zug hier vorne anhält, weil ich nicht möchte, dass die Sounds von dem Zug jetzt hier vorne, dass die uns irgendwie dann einen Strich durch die Rechnung machen und wir es nicht so ganz hören können, was bei uns los ist. So, genau, der hält jetzt an, sehr gut. Okay, Fahrtrichtungswende. Wollen wir nach hinten? Ja, direkte Bremse anlegen. Hat keinen Sound gemacht. Habt ihr es gehört? Nein, ich auch nicht. Fahrtrichtungswende nach vorne. Kein Sound. Wenn wir die Taste drücken, Spitzensignale auf Signalleuchten normal. Und dann müssen wir. Moment, wir haben doch. Achso, genau, wir müssen ja hier im Display anmachen. Lichter. Nee, das war nicht hier, sondern wo war das denn noch gleich mit den Lichtern? Wo war das denn noch gleich mit den Lichteinstellungen? War das doch hier?
Ah, doch, Signalleuchten. Genau. Zwei. So, wenigstens funktioniert das jetzt hier, dass wir sehen können, was wir tatsächlich eingestellt haben. Das ging vorher nicht. Und bei der 1 machen wir zweimal rot. Genau. So, vorne dreimal weiß. Ich sehe nur zweimal weiß. Das Licht in der Mitte ist nicht an. Und hinten zweimal rot, okay. Warum ist das Licht vorne nicht an? Müssen wir vielleicht auf Signalleuchten normal, Signalleuchten reduziert. Spitzensignale? Ah, Spitzensignale. So. Ja, genau. Also, Lichter haben wir. Sehr gut. Das funktioniert. Soweit, so gut. Führerstandsbeleuchtung können wir an- und ausschalten. Auch hier kein Sound, wenn wir die Buttons benutzen. Lassen wir mal aus. PZB-Zugart können wir noch wechseln. Obere Zugart. Sehr gut. Stromabnehmer ist Auto. Bremsstellung können wir jetzt nichts ändern. So. Dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen... Ah, verdammt, jetzt hat der Zug vor uns Fahrt bekommen. Setzen uns mal eine Route. Ja, einfach mal hier hin. Okay, wir haben Fahrt. Sehr gut. Dann Bremse lösen. Auch hier keinerlei Sounds. Lokbremse lösen. Ganz, ganz leiser Sound. Ne? Und dann legen wir mal Leistung rein. Hallo, liebe Lok, bitte gerne Leistung. Richtungswende nach vorne. Stromabnehmer ist oben, ja. Zugbeeinflussung. Also eigentlich müssten wir fahren können. Und wir können nicht fahren. Warum können wir nicht fahren? Warum können wir nicht fahren? Federspeicher ist gelöst, Führerstand ist aktiv, Batterie ist an. Achso, nehmen wir die AFB vielleicht nach vorne. AFB macht auch keinen Sound hier anscheinend. Und wir können immer noch nicht fahren. So, kleiner Cut an dieser Stelle. Wir sind jetzt hier auf Köln-Aachen. Ich bin jetzt einfach mal in den Fahrplan reingesprungen, weil ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht am Freeroam-Modus lag, dass wir da jetzt nicht fahren konnten. Also keine Ahnung, was das jetzt gerade war, aber jetzt sind wir hier auf Köln-Aachen, haben hier einen bereits schon Fahrt und jetzt hören wir uns mal den Sound an. Also wie gesagt, keine Geräusche, wenn wir die Bremsen lösen oder sowas und wir schalten jetzt mal Leistung auf. Boah, also der Beginn, der Anfahrsound war ein bisschen komisch, der war schlecht reingeloopt. Dann hier die ersten paar km/h klingen, glaube ich, ganz okay. Jetzt hier so 30, 40 geht das, glaube ich, voll. Ich glaube, 50 ist auch noch okay. Und hier ab dem Wechsel, ab 50 km/h, finde ich, klingt das nur noch schrecklich. Und wir machen jetzt einfach mal, einfach weil wir es können, legen wir jetzt mal Vollstoff rein.
nur um uns mal anzuhören, wie die Lok sich halt anhört. Und also bei den Geschwindigkeiten von 120 plus muss ich sagen, gut, 140 ist sowieso viel zu schnell. So schnell darf die Lok gar nicht fahren. Also nicht schneller als 140. Aber man muss ja schon erwarten können, dass sie bis 140 km/h halbwegs gut klingt. Und ich finde, das tut sie überhaupt nicht. Oh Gott, war das laut. Uiuiui. Ja, also. Achso, und eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das zeige ich euch gleich auf jeden Fall. Wir können einmal hier eine Vollbremsung vielleicht machen, um mal uns anzuhören, wie sich das anhört. Ja, also. Ja, gut, ne? Also, es ist besser als das, was vorher im Game war, ne? Aber gut ist es auch nicht. Absolut nicht. Vor allen Dingen fehlen hier einfach die ganze Zeit all die Sounds hier von den Instrumenten, die wir bedienen. Und jetzt zeige ich euch etwas, wie wir eine PZB-Zwangsbremsung nämlich bekommen. Dann passiert Folgendes. So, wir werden jetzt über 45 fahren. Und jetzt kriegen wir eine Zwangsbremsung, aber es wird auch nichts gesagt. Also keine Zwangsbremsung, keine Zugbeeinflussung, kein nichts. Können uns natürlich daraus befreien, das ist kein Problem. Ne? Zugbeeinflussung. Aber ihr habt es gehört, da gab es auch keine Zwangsbremsung oder sonst irgendwas, was da einem gesagt wurde. Ja, ne, jetzt hier so. Also ich muss sagen, Baureihe 187 ist besser geworden als vorher, ist aber auch in einigen Teilen schlechter geworden. Ich würde immer noch sagen, sie lohnt sich nur maximal, wenn es einen guten Sale gibt. Und auch nur dann, wenn man selbst am PC spielt und eventuell die Möglichkeit hat, eine Soundmod zu installieren, die es jetzt gerade noch nicht gibt, aber die es hoffentlich bald wieder geben wird. Weil, ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass man so ein unglaublich schlechtes Produkt auf den Markt wirft. Also Skyhook Games, sorry, aber das geht einfach nicht. Das ist Qualität, die ist absolut unterirdisch. Und das war jetzt nur so ein, ja, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, dieses Update. Ja, der Sound ist ein bisschen besser geworden, aber dafür fehlen uns jetzt ganz viele andere Sounds und so richtig gut ist der Sound ja immer noch nicht. Also ich habe ehrlicherweise, glaube ich nicht, dass das nochmal jemals gefixt wird, aber ich glaube, selbst wenn sie es versuchen würden, würde es jetzt nicht dadurch besser werden. Ich glaube, dadurch würde es nur noch schlimmer werden. Von daher hoffe ich auf die Community an dieser Stelle, dass da vielleicht mal irgendwann eine Mod kommt. Aber ja. Und warum das mit dem Free-Roam-Modus von vorhin nicht geklappt hat, das muss ich noch weiter untersuchen. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Vielleicht lag es an mir, vielleicht liegt es aber auch, dass irgendwie die Lok nicht richtig, ja, nicht vorbereitet ist für den Free-Roam-Modus. Also. Ja, insgesamt Baureihe 187, wie gesagt, lohnt sich maximal, wenn ihr irgendwie die im KI-Verkehr sehen wollt oder wenn ihr im PC seid und die Möglichkeit habt, in einem Sale die Lok zu kaufen, um dann auch noch entsprechend die Soundmod zu verwenden. Gut, dann bedanke ich mich für diese kleine Vorstellung von dem Update hier. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.